Regis? Regis? Land der tausend Märchen. Unglaublich. Mal sehen, wo der Weg hinführt. Das Auge von Nehalini dreht durch. Das ganze Land ist eine Illusion, aber so mächtig, dass sie nicht aufgelöst werden kann. Lass ihn raus, verdammt nochmal! Er hat meinen Lebkuchen gefuttert. Jetzt wird... Hände weg vom Herd, Liebchen. Sonst werde ich sauer. Dann mach du ihn auf. Wer ist das? Ein verirrter Reisender? Du solltest nicht hier sein, mein Bester. Puh, du bist aber alt und blech. Naja, keine Sorge. Ein bisschen Butter, ein paar Gewürze und aus dir wird eine mürbe Köstlichkeit. Gleich, wenn ich dich gefangen habe. Was jetzt ist der Schreck? Stinkt ja schlimmer als ein verrottender Kadaver. Sieh zu, dass du nichts davon abkriegst.
Bastard. Gewonnen. Was zum Teufel war das? Die Knusperhexe. Von der hast du doch schon gehört. Also, wohin hat sie den Schlüssel getan? Hör mal, wo hast du die Waffe her? Sie gehörte dem Märchenprinzen. Er braucht sie nicht mehr. Ah, da ist er. Ha ha ha.
Danke. Sie hätte mich gebacken, wenn du mich nicht... Sienna? Bist du das? Ist eine Weile her, Hans. Bist du zum Spielen hier? Nein, ich will nur deine Bohnen. Entspann dich. Bohnen? Was für Bohnen? Jetzt stör mal nicht. Also, Hans, wo sind sie? Sienna, es tut mir leid. Ich hab sie nicht. Oh, mir ist, als würdest du lügen. Möchtest du doch die alten Spiele spielen? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Ich sage die Wahrheit. Ich schwöre, Anarietta hat befohlen, sie alle zu vergraben, damit du nicht wegkommst. Und wo? Weiß ich nicht. Aber Jost, der Wolfsjunge, der müsste es wissen. Der steckt die Nase doch in alles. Ich hoffe, er weiß es. Wenn nicht, dann finde ich dich und rede ein ernstes Wort mit dir. Verstanden? Jetzt. Ach, also schön. Was willst du hier? Ich bin hier, um dich zu befreien. Freundlich von dir, aber Zeitverschwendung. Ich befreie mich selbst. Vielleicht, vielleicht nicht. Mit meiner Hilfe würdest du dich leichter tun. Das hast du ja gerade gesehen. Und du hast noch nicht erklärt, was ich dich schere. Detlaff, er will Anna Henrietta zwingen, dich freizulassen. Er lässt Beauclair von Vampiren angreifen. Klingt ganz nach Detlaff. Aber du bist doch nicht zum Tratschen hierher gekommen, oder? Komm zur Sache, bitte. Ist das nicht klar? Ich kämpfe an deiner Seite. Wir wollen dich beide hier rausbringen. Du, um deine Freiheit wiederzukriegen. Ich, weil das Chaos in der Stadt aufhört, sobald du dich mit Detlaff triffst. Du hast mich verraten. Wegen dir bin ich gefangen. Und jetzt willst du meine Hilfe? Das Leben steckt doch voller Überraschungen. Ich würde dir ja sagen, du sollst dich schicken. Aber wenn du die Wahrheit sagst, sterben Leute, die hiermit nichts zu tun haben. Das geht nicht. Detlaff sollte nur die umbringen, die es verdient haben. Sonst niemanden. Gut, Hexe. Ich nehme dein Angebot an. Wir sind Verbündete. Deine Hand drauf. Der Fluch der schwarzen Sonne. Wegen dem wurdest du verbannt, stimmt's? Böse Prinzessinnen. Mutantinnen. Gewiss hast du von uns gehört. Eine habe ich schon getroffen. Renfri von Kreden. Und? War sie wirklich ein Monster? Grausam war sie jedenfalls. Weswegen? Ob es der Fluch war oder ihr Schicksal, das frage ich mich bis heute. Du hast sie getötet, nicht wahr? Ich hatte keine Wahl. Amüsant. Das hat meine Mutter auch gesagt, als sie mich rausgeworfen hat. Da du davon sprichst, die Ritter, die Detlaff getötet hat, was haben sie dir angetan? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac Peyron. Daran werde ich nicht gerne erinnert. Aber du solltest es wohl erfahren. Als meine Eltern mich verstießen, befahlen sie diesen Rittern, mich aus dem Herzogtum zu eskortieren. Sie alle taten es, ohne ein einziges Wort zu meiner Verteidigung. Es war doch ein Befehl, wie du sagst.
Mhm. Aber Crespi hatte keinen Befehl, mich beim ersten Fluchtversuch mit einer Pferdepeitsche zu traktieren, bis ich das Bewusstsein verliere. Und Dulac hatte keinen Befehl, mich hungern zu lassen und zu misshandeln. Damals habe ich gelernt, dass Ritter gar nicht so ritterlich sind, wenn keiner zusieht. Das erklärt einiges. Schockierend, nicht wahr? Dein Urteil stand sicher schon fest, ohne mich anzuhören. Das ist immer so. Und was sind das für Bohnen? Erklärst du es mir? Mhm, sicher. Aber du musst dich noch gedulden. Es führen zwei Wege aus diesem Land. Einen davon hat meine reizende Schwester blockiert. Der andere ist da oben, in den Wolken. Er ist schwer zu erreichen, weil sie die Bohnen hat verschwinden lassen. Aber unmöglich ist es nicht. Ich verstehe immer noch nicht. Schon gut, hör einfach zu. Der Junge, das war Hans, der mit der Bohnenranke. Kennst du das Märchen? Hans klettert an einer Riesenbohnenranke bis in ein Wolkenschloss, das einem Riesen gehört. Das können wir auch, sobald wir wissen, wo Anarietta diese verfluchten Bohnen versteckt hat. Es gibt drei. Eine rote, eine blaue, eine gelbe. Was denn? Warum reicht nicht eine Bohne? Es muss ganz genau wie im Märchen passieren. Alles klar? Suchen wir Jos. Vielleicht kann er uns helfen. Du gehst voran. Jos ist meistens auf der Lichtung am Fuß des Bergs zu finden. Das ist ein Stück weg von hier, hinter dem Hexenhaus rechts.